rechts fahren, ganz rechts. Wo gehen wir sein? Fahren wir. Ja. Geländewagen-Tour, wir haben ja alles da. Geführte Tour. Das darf ich wieder filmen. A lot of big stones. Ist nicht so hoch, aber das geht schon. Für die gewaltige Bodenfreiheit der Pickup. Den Geländewagenparcours, den meistern wir noch, gell? Ja, wie oft fährst du so einen Weg? Ja, nie. Ich denke nur. Da unten. Ja, ja. Wenn ich was machen kann mit den Reifen, dass du das noch umbaust. Jetzt wird es ein bisschen high. Da war, glaube ich, ein Problem mit dem anderen Stand. Oder? Ja, schon langsam. Das war der Holzfällermeister. Genau, nicht der Jäger. Die Meister. Genau. Der Direktor. Dann haben wir es wieder. Gehen wir das an. So meine Berater. Das habe ich nicht geschaut. Neben dem muss einer sein. Ja, der ist auf der Seite. Geht schon. Gerade. Stiefel noch gerade. Ist schon vorbei. Kurze Schwenk auf die Alpen. Gerald hochkonzentriert. So, da noch eine Passage. Hier ist unser Camp. Hier ist unsere Wasserstelle. Langer Brunnentrog. Mit Fließwasser. Es ist ein wunderschöner Morgen. Ich habe gerade meinen Hirsch erlegt. Im Graben rührt noch ein zweiter Hirsch unten. Wir begeben uns jetzt dann auf den Anschuss. Es ist ein wunderschöner Platz. Die Sonne scheint. Es war ein herrliches Jagderlebnis. Thank you.
Da liegt er jetzt also, mein erster Karpatenhirsch. Sauerer, interessanter Zähnehirsch. Ausgespitzt. Lange Stangen. Eine schöne Jagd. Und ein schönes Weidmannsheil. Und da drüben haben wir weggeschossen. Mein Jagdführer steht hier und überreicht mir jetzt den Bruch.
Es ist unglaublich. Wir stehen hier bei meinem Hirsch. Und währenddessen wir fotografiert haben, ist der Beihirsch zu uns auf 20 Meter herangekommen. Wie ihr auf dem Video erkennen könnt. Unglaublich. Ein wunderschönes jagdliches Erlebnis. Mein Hirsch wird ein Geweihgewicht von ca. 7 bis 8 Kilo haben. Aber das ist auch überhaupt nicht wichtig. Das jagdliche Erlebnis, das ist das Wirkliche, was zählt und nicht Kilos auf irgendeiner Waage. Ein sauberer Karpatenhirsch. Dieser Hirsch war der Platzhirsch auf diesem Schlag. Jetzt ist der Weg frei für den Beihirsch. Weidmannsheil, das war ein unvergessenes Erlebnis.